Hallo und herzlich willkommen bei Maren Schwabengarten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, welche Aufgaben im Garten denn im Juli so alle anstehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Die meiste Zeit verbringe ich im Garten im Juli wirklich eindeutig damit, die Pflanzen zu hegen und zu pflegen, die hier in den Beeten wachsen. Dazu gehört allerdings nicht nur das Gießen und das Düngen, sondern auch das Lockern vom Boden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Pflanzen brauchen nicht nur Wasser und Nährstoffe, sondern sie brauchen auch Luft an den Wurzeln. Und dafür lockere ich meinen Boden regelmäßig immer wieder auf, damit er nicht verdichtet und es den Pflanzen richtig gut geht. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass es Pflanzen gibt, die Tiefwurzler sind und Pflanzen, die Flachwurzler sind. Das heißt, es gibt manche Pflanzen, die wirklich nur in den obersten Zentimetern den Hauptteil ihrer Wurzeln haben. Das sind zum Beispiel meine Himbeeren. Die habe ich ein paar Jahre immer wieder mit der Hacke den Boden dort aufgelockert und habe mich gewundert, dass die immer schlechter dastanden. Also da kann ich euch den kleinen Tipp geben. Schaut vorher, was ist Flachwurzler, was ist Tiefwurzler, bevor ihr da allzu stark mit der Hacke die Wurzeln verletzt. Wenn der Boden dann aufgelockert ist, dann müssen wir natürlich auch ordentlich gießen. Und dazu ist es gar nicht verkehrt, wenn man ab und an einfach mal, wenn man eine Hütte hat, so wie ich, um die Hütte geht und mal die Regenrinnen kontrolliert, schaut, ob die auch sauber sind und auch die Fässer mal kontrolliert, ob da alles gut ist. Ich habe bei mir alle Regenfässer wirklich auch abgedeckt, dass da keine Unfälle mit kleinen Tierchen passieren können. Im ersten Jahr hatte ich mal einen Deckel nicht richtig drauf und da hat mich dann am Morgen eine tote Maus im Regenfass angeguckt und das war wirklich, ja, erstmal echt eklig und ich fand es auch wirklich traurig, weil das hätte nicht sein müssen. Also da sehe ich einfach zu, dass ich da regelmäßig darauf achte, dass die Fässer auch wirklich zu sind und dass da alles gut funktioniert, damit ich auch immer genug Regenwasser zur Verfügung zum Gießen habe. Und damit das Wasser nach dem Gießen dann auch wirklich in den Beeten bleibt und nicht sofort wieder verdunstet, achte ich darauf, dass ich im Juli auch genug mulche. Das mache ich im Normalfall mit Rasenschnitt. Immer wenn ich schön gemäht habe, dann verteile ich das auf den Beeten rundherum um meine Pflanzen. Und das sorgt einfach dafür, dass der Boden schön locker bleibt, dass sich die Bodenlebewesen dort wohlfühlen und dass die Pflanze insgesamt schön weiterwachsen kann. Dieses Jahr habe ich das mit Stroh versucht, einfach weil ich nicht genug Rasenschnitt hatte. Mit dem bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig zufrieden. Das werde ich nicht nochmal machen. Da werde ich nächstes Jahr wieder darauf achten, dass ich den Rasenschnitt bzw. dass ich den Rasen genug mähe, dass ich dann auch genug Rasenschnitt habe, um hier meine Beete mit Rasenschnitt mulchen zu können. Eine andere Möglichkeit, die es da gibt, wäre jetzt noch das Hacken. Für alle die, die vielleicht keinen Rasenschnitt haben oder auch kein Stroh verwenden wollen. Man kann auch einfach nach dem Regen oder nach dem Gießen so einmal die Woche die Beete durchhacken mit einer kleinen Hacke. Das öffnet dann quasi die Oberfläche und sorgt dafür, dass auch deutlich weniger Wasser verdunstet. Allerdings zieht sich dann das Bodenleben doch nach und nach wieder ein bisschen weiter runter, einfach weil die oberste Schicht nicht so gut geschützt ist vom Beet. Für mich wäre Mulchen die beste Wahl, aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach hacken. Es gibt da einen Spruch, besser dreimal gehackt als einmal gegossen zum Thema Wassersparen. Das ist auf jeden Fall besser, als die Oberfläche von den Beeten einfach nackig brach liegen zu lassen. Wenn es so warm ist wie jetzt, dann läuft der Stoffwechsel in den Pflanzen, aber auch im Boden natürlich total auf Hochtouren. Alle sind richtig beschäftigt und dafür brauchen sie aber auch Nährstoffe. Das heißt, jetzt im Juli ist es auch wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man immer gut düngt. Vor allem die Starkzehrer, dass die immer genug Nährstoffe zur Verfügung haben. Ich dünge ja bei mir im Garten total gerne mit Jauchen. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, dass dieses Jahr nach dem Hagelschaden, ihr wisst ja, meine Pflanzen haben sowieso teilweise schon gemuckert dieses Jahr, dann gab es bei uns ja einen ganz, ganz starken Hagel und ja, das waren natürlich zwei Rückschläge für die Pflanzen und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen, auch organischen Dünger dann tatsächlich mal gekauft, habe darauf geachtet, dass der wirklich bio ist, 100% organisch ist, aber auch was Gescheites wirklich, dass der auch ordentlich wirkt und den habe ich jetzt verwendet vor einer Woche und man sieht schon, dass es den Pflanzen wirklich besser geht. Die werden grüner, die werden dunkler, die stehen besser da. Der Porree, der hat sich richtig aufgerichtet nach dem Hagel und
Und das ist ein Punkt, der ist ganz, ganz wichtig jetzt im Juli, auch da zu düngen. Nicht überdüngen, haltet euch an die Anweisungen, die auf den Packungen stehen, beziehungsweise bei mir reicht, wenn ich mit Jauche dünge, das alle 2 Wochen im Normalfall vollkommen aus. Aber vergesst es auf keinen Fall, das ist jetzt wirklich wichtig. Meine Gemüsepflanzen, die wachsen gerade wirklich richtig, richtig gut, wunderbar. Aber sie bilden auch ganz, ganz viele Geiztriebe. Und da achte ich jetzt im Juli einfach drauf, dass ich die auch regelmäßig ausgeize. Geiztriebe sind so diese Triebe, die sich hier aus den Blattachseln, also wenn das jetzt der Stamm ist und hier ist ein Blatt, kommen hier nochmal neue Triebe raus. Und die breche ich einfach regelmäßig aus, denn da würden sich wieder neue Früchte dran bilden. Und das wird zum Beispiel bei den Tomaten dann einfach viel zu viel. Bei mir geize ich hauptsächlich die Tomaten und die Gurken aus, aber auch die Paprika. Bei den Auberginen, da muss man allerdings ein bisschen drauf achten. Da solltet ihr nicht zu früh ausgeizen, denn da bilden sich erstmal die ersten Früchte, die es überhaupt gibt. Das heißt, da würde ich das auf jeden Fall mal noch beobachten und dann erst nach der ersten Frucht den Trieb einkürzen. Nicht nur die Gemüsepflanzen wachsen jetzt wirklich kräftig, sondern auch das Unkraut. Und das heißt, das ist jetzt auch so eine ganz typische Aufgabe für den Juli, dass ich das im Schach halte. Wir haben hier bei uns in der Gartenanlage eine richtige Hirse-Epidemie. Anders kann man das gar nicht nennen. Als ich den Garten hier übernommen habe, habe ich wirklich 70 Quadratmeter Hirsegarten übernommen. Der wächst total schnell, der vermehrt sich unglaublich schnell und da muss man jetzt wirklich hinterher sein, dass man das immer wieder aushackt. Und bei Unkraut insgesamt ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass man Unkräuter, die schon ihre Knospen gebildet haben und schon geblüht haben, dass man die auf keinen Fall mehr auf den Beeten liegen lässt. Denn es gibt ein paar Unkräuter, die dann eine Notreife von ihren Samen machen. Das heißt, obwohl man die noch nicht fertig, der Same ist noch nicht fertig entwickelt, man hakt sie ab, man legt sie auf die Beete. Und trotzdem reifen die Samen dann noch nach und das Unkraut kann sich weiter vermehren. Da achte ich wirklich bei mir drauf, dass ich solches Unkraut raus aus den Beeten schaffe. Das lege ich dann auf den Kompost. Da habe ich extra einen, wo die ganzen Pflanzen drauf kommen. Damit dünge ich dann meine Hecken und nicht mehr die Gemüsebeete. Und der Rest, der aber noch nicht blüht, die lasse ich, die Unkräuter, die lasse ich wirklich auch auf den Beeten liegen. Das ist ja dann gleich wieder richtig gutes Mulchmaterial. Die nächste Aufgabe, die bezieht sich jetzt auf die Folientunnel oder auf die Gewächshäuser, die ihr vielleicht im Garten habt. Die heizen sich nämlich jetzt im Hochsommer richtig, richtig auf und da kann es auch schon mal passieren, dass es den Pflanzen zu warm wird. Das heißt für mich, ich ziehe hier jetzt ein Schattiernetz auf, einfach damit es den Pflanzen gut geht, damit es sich nicht zu arg aufheizt. Gerade bei mir im Folientunnel, ich habe ja hier wirklich den ganzen Tag Sonne. Es werden locker mal 50, 60 Grad, je weiter man hoch kommt und das schadet den Pflanzen natürlich. Die stocken dann im Wachstum und setzen nicht mehr so viele Früchte an. Und um das einfach ein bisschen abzumildern, lüfte ich nicht nur meinen Folientunnel, sondern ziehe auch noch ein Schattiernetz auf. Das nimmt schon ganz, ganz viel Wärme, hat einen richtig, richtig guten Effekt. Außerdem ist jetzt auch so der letzte Zeitpunkt, wo ich gerne noch mal Buschbohnen nachstecke. Im Juli kann man Buschbohnen wunderbar noch mal in die Erde bringen. Das mache ich gerne im Horst, aber auch in der Reihe ist das gar kein Problem. Und dafür stecke ich meine Bohnen einfach so 2-3 cm tief in die Erde. Die keimen und die wachsen im Normalfall jetzt auch noch so, dass man sie dieses Jahr noch gut ernten kann. Wichtig ist dabei, einfach darauf zu schauen, dass man auch Buschbohnen nimmt und keine Stangenbohnen. Stangenbohnen, für die ist es jetzt viel zu spät. Aber Buschbohnen, die wachsen nicht so stark und die haben eine deutlich kürzere Entwicklungsdauer, auch bis man die beernten kann. Das klappt jetzt auf jeden Fall noch und ist auch jetzt im Juli so eine ganz typische Arbeit, die ich jetzt noch mache. Wenn auch ihr mehrjährige Kräuter in euren Gärten habt und total gerne Kräuter mögt, dann ist jetzt auch langsam eine gute Zeit, um die mit Stecklingen jetzt zu vermehren. Dafür gehe ich einfach her und schneide mir hier so 10 bis 15 cm lange Triebe von den jeweiligen Pflanzen ab, relativ jung auch, damit die noch schön kräftig sind. Und entferne dann unten die Blätter oder wie hier beim Rosmarin halt die Nadeln und stelle das dann in Wasser.
Im Normalfall bilden die relativ schnell Wurzeln und man kann sie dann eintopfen und wieder dorthin, wo man sie dann im Garten haben möchte, hinpflanzen. Es ist eine ganz einfache und tolle Art, seine mehrjährigen Kräuter zu vermehren. Und so hat man auch immer genug zur Verfügung. Ich finde es total schön, habe auch an mehreren Ecken jetzt mein Thymian und mein Rosmarin. Die siedle ich so an verschiedenen Ecken an. Ich finde es einfach eine ganz, ganz schöne Sache. Manchmal sieht man ja auch bei Gartenfreunden oder bei Nachbarn vielleicht eine Sorte, die man selber noch nicht hat. Mir ging das so mit einem Salbei. Es war so ein ganz runder, schöner, großblättriger Salbei. Den wollte ich unbedingt haben. Und den habe ich mir auch so über Stecklinge dann vermehrt und eingepflanzt. Und der wächst jetzt richtig kräftig hier im Garten weiter. Die allerschönste aller Arbeiten, und ich mag es ja kaum Arbeiten nennen, das ist aber wirklich die Ernte, die jetzt hier im Garten in vollem Gange ist. Ich ernte regelmäßig Gurken, Zucchinis, die Buschbohnen sind da, es gibt Salate, es gibt die ersten Tomaten, die habe ich schon geerntet und gegessen. Dann gab es ja auch ein paar Paprika, die vom Hagel kaputt gegangen sind. Die habe ich schon grün geerntet. Es gibt Lauch, es gibt Frühlingszwiebeln, es gibt die ersten Kohlköpfe, die man ernten kann. Wirklich unglaublich viel Gemüse, was jetzt langsam auch reif ist und zu ernten ist. Und das ist natürlich eine der Aufgaben im Juli, die ich unglaublich liebe und auch nicht missen möchte. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr Tipps und Anregungen habt, dann schreibt mir die wieder gerne unten in die Kommentare. Der Austausch mit euch macht einfach unglaublich viel Spaß. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, lasst es euch gut gehen, geht raus in den Garten, buddelt in der Erde und pflanzt euer eigenes Stück Gartenglück. Bis zum nächsten Mal. Ciao.